Wir haben von einer Bauernschaft gehört, die hier wirklich die ganzen Dörfer auf den Kopf stellen. Sie haben nämlich den Bauernpop erfunden. Ja, was das wohl genau ist, das möchten wir natürlich wissen. Ja, und wir haben gehört, die Spatzen haben es von den Dächern gezwitschert. Der Flo hat es mir ins Ohr geflüstert. Sie sollen sich hier irgendwo aufhalten. Ich habe jetzt eben schon gesehen, da vorne ist jemand. Da frage ich doch direkt mal nach, ob Ullis Gang sich hier irgendwo aufhält. Kommt mal mit. Entschuldigung. Oh, hallo. Hallo. Wir suchen Ullis Gang. Ullis Gang, ja. Ja, kennen Sie die? Ja, natürlich. Ich auch Ullis Gang. Sie sind auch Ullis natürlich, Gang? Natürlich, ja. Ja, Mensch, Jessica. Da haben wir ja schon jemanden gefunden. Toll. Ja, okay. Ja. Ich wollte ein Interview. Moment, ich mache meine Haare schön. Ja, sehr schön. Ja, was kann ich helfen? Ja, wir würden gerne die komplette Ullis Gang natürlich kennenlernen. Wir sind ganz neugierig. Sind die hier irgendwo? Natürlich, ich zeige Ihnen. Kommen Sie mit. Sehr gerne. Ich zeige Ulli. Ihr Interview wollen. Da scheint der berüchtigte Ulli zu sein. Fegt den Hof. Ulli, ja? Von Ullis Gang? Wenn Sie mich so nennen, hi, Ulli, ja. Oh, die ist ja sehr schmutzig, Ihre Hand. Ulli. Hallo, ich bin Ulli. Na? Ja, also erstmal war es ja überhaupt sehr schwer, hierher zu finden. Wir haben einfach den Ossi-Kompass benutzt. Ne? Einmal im Kreis drehen und wo Osten ist, wird einem die Banane aus der Hand gerissen. Das soll aber eigentlich gar keiner wissen. Ne? Was soll keiner wissen? Dass meine Wurzeln so in Ostdeutschland sind. Ach so, dann bist du also noch nie auf einer Bananenschale ausgerutscht. Nee, bislang noch nicht. Oder bist du auch schon eine Weile im Westen, oder? Ja, viele Jahre. Also ja, sehr lange hier in diesem Bereich, in Hollenstedt. Ja, alles legal hier. Ja. Mensch, jetzt geht's aber los hier. Ja, da würde ich schon gerne mal vorstellen, das ist meine Gang. Ne? Damit ist die Gang fast vollzählig. Mensch, Ullis Gang, endlich treffe ich euch mal. Toll, hallo. Hallo. Mach du weiter. Paulina? Du weißt, ich bin ja. Und Jungs, kommt ihr auch runter von den Treckern? Oh oh. Wer kommt da? Da kommt Papa. Das ist der Papa? Ja. Oha. Was ist hier los? Das ist abgesprochen. Komm mal her, du gehörst auch zur Gang hier. Was ist denn hier überhaupt los? Habt ihr die Kartoffeln schon drin? Nur schnacken hier. Nix könnt ihr. Gib uns mal eine halbe Stunde, das ist Fernsehen, ja? Was wollt ihr denn hier? Ja, und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Ich meine, ihr seid hier auf dem Bauernhof und jetzt kann man euch schon fast als Stars betiteln. Wie kam das? Also ich sag mal, man ist hier auf dem Land. Und hier auf dem Land ist nicht so viel zu tun. Wenn die Sonne untergeht, dann hat man Langeweile. Also haben wir uns ein Keyboard gekauft nach der Arbeit, haben ein paar Biers gezischt und haben ein paar Songs geschrieben über Land und Leute. Jetzt wollen wir natürlich wissen, Ullis Gang auf der Bühne, wie sieht das denn überhaupt aus? Ich meine, hier auf dem Bauernhof, ne, die Klamotte, das passt ja. Aber auf der Bühne... Wir sind gespannt und schauen es uns jetzt doch einfach direkt mal an. Ullis Gang mit Männers vom Plattenland. Vom Manchmal, wenn ich einsam bin, dann geh ich vor das Haus. Ich seh die Felder, seh die Wälder, alles sieht so friedlich aus. Meine Kühe grasen, rasen, meine Hühner trinken Korn. Im Bedarfsfall wird im Schafstall noch ein Lamm geboren. Ja, wir sind Männers aus der Heide, wir kommen noch vom Land. Alle Bullen von der Weide sind uns namentlich bekannt. Wir können feiern, wir können trinken, unser Leben ist noch schön. Wenn wir manchmal etwas stinken, ist das kein Problem. Raus in die Nacht mit dem Mähdrescher, mit einer Flasche in der Tasche und einem riesengroßen Herz. Kein Gemecker
Dreckers mit die Dreckers auf die Bauer, so ne Frau. Wirst so lange auf uns warten und das weißt du auch genau, denn wir sind Männer. Wir mögen Dörfer gern, wir sind rau wie unsere Esel, haben das Karma eines Bären. Doch wir lieben unsere Höfe und die Kirschblüte im Mai. Kein Gejammer, meine Kammer hat ein Bettchen für dich frei. Und raus in die Nacht mit dem Jedrescherz, mit einer Flasche in der Tasche und einem riesengroßen Herz. Kein Gemecker auf dem Trecker, nur die Stolle in der Hand, denn wir sind Männer. Der Schnecke in die Hecke, mit der Schwalbe ins Gebüsch. Wir sind Helden, wir haben Sachverstand, denn wir sind Männer vom Plattenland. Und raus in die Nacht mit dem Mähdrescherz, mit einer Flasche in der Tasche und einem riesengroßen Herz. Kein Gemecker auf dem Trecker, nur die Stolle in der Hand, denn wir sind Männer.